Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen, mache dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up verwende, findest du unten in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram. Und an dieser Stelle wieder ein herzliches Dankeschön an meine Kanalmitglieder. Ich glaube, wir sind jetzt schon 23 Stück. Vielen Dank. Ich freue mich darüber sehr, über euren Support. Und ich freue mich auch, dass ich euch so zum Lachen bringen kann. Ja, auch wenn ihr über mich lacht. Egal. Der heutige Fall wurde mir unter anderem, und ich kürze den Namen mal auf Gina, weil ich nicht weiß, wie ich deinen Namen aussprechen kann. Es tut mir furchtbar leid. Also, unter anderem wurde er mir vorgeschlagen von Gina, von Silvia. Und dann hat sich auch noch die Tochter von einem beinahe Opfer bei mir gemeldet. Die liebe Tanuschka hat mir nämlich die Geschichte von ihrer Familie erzählt. Heute geht es um den Schweizer Serienmörder Werner Ferrari. Dekadenter Name. Und ich würde sagen, wir springen direkt in den Fall aus unserem Nachbarland. Werner Marco Ferrari wurde am 29. Dezember 1946 in der Schweiz geboren. Seine Mutter Gertrud war erst 18 Jahre alt, als sie ihn bekam und heillos überfordert. Werner kam schnell zu Gertruds Mutter, um dort zu leben. Und Gertrud heiratete dann einen Mann, der eventuell Werners Vater war. Aber wenn sie das schon nicht so genau weiß, woher sollen wir es dann genau wissen? Diese Ehe hielt allerdings nicht lange und nach 2 Jahren, also kurz nach der Scheidung, heiratete Gertrud erneut. Während der zweiten Ehe holte sie Werner dann wieder nach Hause zu sich, aber es war eine Katastrophe. Sie ließ komplett ihren Frust an Werner aus und der Stiefvater von ihm war auch nicht nett. Einmal hat er sogar versucht, Werner im Alter von 3 oder 4 Jahren zu ertrinken. Und weil das halt alles ganz anders war, als Gertrud es sich halt vorgestellt hatte, schickte sie ihn von einem Heim ins nächste. Und ich weiß nicht genau, warum er ins Heim kam und nicht wieder zur Oma, aber ja, das war natürlich für ihn auch nicht so gut. Ja, er wuchs in verschiedenen Kinderheimen auf und hatte da halt keine feste Bezugsperson. Er war als Kind und Jugendlicher eher introvertiert und hatte halt kaum Freundschaften zu anderen Kindern oder Jugendlichen. Er klaute, er achtete nicht auf seine Körperhygiene und war nicht besonders ordentlich. Er machte auch sehr lange ins Bett, log sehr viel, aber er war auch ein sehr anhängliches und liebebedürftiges Kind. Und wenn ihn irgendwas interessierte, dann stürzte er sich da auch mit einer richtigen Arbeitswut hinein. Von seiner Mutter hat er keine Zuneigung bekommen. Sie hat ihn noch nicht mal in die Hand genommen, geschweige denn Gute-Nacht-Küsschen gegeben. Sie hat ihn einfach immer nur wieder weggeschickt. Und das ist natürlich für so eine Kinderseele ganz schwer zu ertragen. Und ich meine, selbst für uns Erwachsene ist es nicht einfach, wenn wir immer wieder zurückgewiesen werden. Also zu Hause war es nicht gut und in den Kinderheimen war es halt auch nicht viel besser. Schon in der frühen Jugend fing er an zu klauen und er fing auch an zu zündeln, also er legte mehrere Brände. Er legte auch mal seine Schuhe auf die Gleise und gefährdete damit natürlich den Zugverkehr. Im April 1965 wurde er dann in einigen dieser Fälle für schuldig befunden, wurde aber erstmal in einer Anstalt untersucht. Dort kam ein Arzt auf die Diagnose, dass er ein schizoider, kontaktarmer Jugendlicher sei, der wegen seiner mangelnden Anpassung ziemlich gefährdet ist. Außerdem wurde ihm eine unterentwickelte Intelligenz und Charakter diagnostiziert. Dieser Arzt sagte schon 1965, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Werner mal eine pädophile Sexualstraftat begehen würde. Währenddessen arbeitete Werner als Hilfskraft. Ich glaube, er hat nie eine richtige Ausbildung gemacht. Werner ging gerne an die französische Grenze, um spazieren zu gehen. Und dort lernte er ein Mädchen kennen. Und in den Wiesen dort wurden sie wohl etwas intimer miteinander. Doch als mal jemand vorbeikam, bekam Werner wohl Panik und er hielt ihr den Mund zu. Und ich kenne nicht die genauen Umstände, vielleicht war sie wirklich ein Mädchen und er hatte halt Angst, erwischt zu werden. Aber dabei ihr den Mund zuzuhalten, hätte er sie fast umgebracht, also sie erstickt. Und das hatte ihn so erschreckt, dass er ab da nie wieder dorthin gegangen ist, um sich mit diesem Mädchen zu treffen. Doch leider hielt dieser Schreck nicht lange an. Am 6. August 1971 ging Werner auf ein Dorffest in Rheinach und sah dort den 10-jährigen Daniel Schwan. Werner sprach den 10-jährigen Daniel an und ich weiß nicht genau wieso und wie er es schaffte, aber Daniel ging mit ihm mit. Er brachte ihn in ein kleines Waldstück bei Terwil und ich glaube, er verging sich an dem Jungen. Und als Daniel dann anfing zu weinen und zu schreien,
erwürgte er ihn. Er habe ihn gar nicht töten wollen. Doch schreien, das kann er nicht hören. Denn insbesondere wenn Kinder schreien, dann hört er sich selber als Kind schreien und das würde ihn wohl in den Wahnsinn treiben. Dann bring halt keine Kinder zum Weinen oder zum Schreien, dann wirst du da auch nicht hineinversetzt. Am nächsten Tag rief Werner dann bei einer Bekannten im Restaurant an und fragte, ob im Radio schon die Suchmeldung nach einem kleinen verschwundenen Jungen durchgegeben wurde. Doch davon war noch überhaupt nichts öffentlich. Man hatte den Jungen sogar noch gar nicht gefunden. Sie wunderte sich natürlich ein bisschen darüber und als es dann bekannt war, dass tatsächlich ein Junge vermisst worden ist, den man noch immer nicht gefunden hatte, meldete sie sich am 12. August 1971 bei der Polizei. Und sie erzählte der Polizei, dass schon vor ein paar Tagen ein gewisser Werner Ferrari bei ihr angerufen hatte, um sich danach zu erkundigen, ob schon eine offizielle Suchmeldung veröffentlicht wurde. Kurz danach wurde Werner dann auch verhaftet. Am 18. August 1971 legte Werner dann auch ein Geständnis ab und er brachte die Polizisten auch zu dem Ort, wo sie Daniel finden konnten. Am 12. April 1973, also gut anderthalb Jahre später, wurde Werner dann zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und während seines Gefängnisaufenthalts hatte er mitbekommen, wie einem Mann der Bauch aufgeschlitzt wurde. Und die Schreie von dem Opfer hätten ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Aus dem Gefängnis heraus schrieb er Daniels Mutter dann einen Brief. Er entschuldigte sich und sagte ihr, er könnte ihr leider nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Er würde das selber nicht verstehen. Er würde sie allerdings auch nicht um Verzeihung bitten wollen, denn das würde ihm nicht zustehen. Aber es würde ihm furchtbar leid tun, was er ihr und der restlichen Familie angetan hat. Werner wurde am 11. August 1979 nach nur 6 Jahren als geheilt vorzeitig aus der Haft entlassen. Er musste danach noch für 3 Jahre unter Schutzaufsicht leben. Aus dieser Schutzaufsicht, was wohl einfach eine verschärfte Bewährungsauflage ist oder noch mit mehr Kontrolle, weil er wurde wohl als Jugendlicher verurteilt. Jedenfalls wurde er daraus mit zwar netten, aber auch warnenden Worten entlassen. Ja, er habe sich merklich gebessert und auch geändert, doch man sehe bei ihm immer noch Probleme und er könnte sich jederzeit bei ihnen melden und würde von ihnen Hilfe bekommen. Kommt zu uns und lass dir helfen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Doch schon während seiner Schutzaufsicht verschwanden immer mehr Kinder in der Gegend. Insgesamt 10 Kinder zwischen dem 16. Mai 1980 und dem 17. Oktober 1987. 3 von diesen 10 Kindern hat man bis heute wohl noch gar nicht gefunden. Am 27. Oktober 1983 verschwand Benjamin Egli. Werner hatte ihn weggelockt und als Benjamin anfing zu weinen oder zu schreien, hat er ihn erwürgt. Am 10. September 1985 lockte er dann den erst 7-jährigen Daniel Slutter weg und brachte auch ihn um. 1986 erfüllte sich dann ein kleiner Traum für Werner. Er wollte schon lange Erzieher in einem Kinderheim werden. Ich weiß nicht, warum Menschen mit diesen Neigungen und Problemen sich immer Arbeitsstellen suchen, wo sie ganz nah an Kindern sind. Das ist der Unterschied zwischen Erkrankten und Tätern. Tut das nicht. Warum? Auf jeden Fall wollte er das werden und hatte sich auch immer fleißig beworben. Da ihm aber diese Qualifikation fehlten, wurde er halt nicht genommen. Doch 1986 bekam er dann in einem Kinderheim eine Stelle in der Küche als Küchenhilfe. Doch natürlich suchte er wieder die Nähe zu den Kindern und als man das bemerkte, dass er versucht hatte, sich an 1, 2, 3 Kindern zu vergehen, wurde er fristlos entlassen. Am 17. Oktober 1987 entführte und tötete er dann den 10-jährigen Christian Widmer. Zu dieser Zeit arbeitete Werner mit Tanuschkas Tante zusammen und fuhr sie auch öfter nach Hause nach Hegendorf. Ihre Tante war schon etwas älter, aber hatte eine kleine Schwester, also Tanuschkas Mama, die liebe Karin. Hallo Karin. Karin war damals 9 oder 10 Jahre alt und lernte Werner durch ihre ältere Schwester kennen. Karins ältere Schwester war in Werner verknallt. Schlechter Männergeschmack. Okay. Und einmal, als er sie nach Hause fuhr, versuchte sie ihn im Auto zu küssen, aber er wehrte sie ab und sagte, dass er nicht auf Frauen ihres Alters stehen würde. Er würde sich eher für Mädchen interessieren. Doch das nahm sie nicht so wirklich ernst, weil sie ahnte ja nicht, dass er mit Mädchen wirklich Mädchen meinte, also Kinder. Und dann kam die Kirmes in die Stadt und Karin wollte natürlich wie jedes Kind auf die Kirmes gehen. Doch ihre Eltern hatten keine Zeit, sie zu begleiten und erlaubten ihr das natürlich nicht, weil
Alleine auf die Kirmes zu gehen, ist für ein 9- oder 10-jähriges Mädchen einfach viel zu gefährlich. Werner bekam das allerdings mit und bot an, dass er Karin doch begleiten könnte. Und weil die Familie ihn ja irgendwie kannte, weil er ja die ältere Tochter immer nach Hause fuhr, war er ja kein Fremder. Karin freute sich und die Eltern waren also damit einverstanden. Dass von Werner allerdings die größte Gefahr ausging, konnte ja niemand ahnen. Am 26. August 1989 war es denn soweit und Karin freute sich wahrscheinlich schon sehr auf die Kirmes. Doch zu ihrem Glück und dem Glück ihrer ganzen Familie tauchte Werner nicht auf. Doch Karin war, Gott sei Dank, total versessen auf die Kirmes, sodass sie dann einfach alleine loszog. Ihre Eltern waren beim Bingo und sie dachte sich, das würde ja eh nicht auffallen, wenn sie nicht da ist, weil ihre Eltern ja eh wahrscheinlich damit rechneten, dass sie nicht zu Hause ist, sondern halt auf der Kirmes. Und sie entschied sich, einfach alleine loszuziehen. Als Werner dann etwas später bei Karin zu Hause klingelte, machte keiner auf, weil ja niemand mehr zu Hause war. Zum Glück. Und Werner zog dann auch alleine los zur Kirmes. Wahrscheinlich auf der Suche nach Karin, doch er fand Karin nicht. Stattdessen fand er die 9-jährige Fabienne im Hof. Fabienne war mit ihren Eltern und ihrer Freundin zusammen auf der Kirmes. Fabiennes Eltern gingen dann noch alleine etwas essen, während Fabienne und ihre Freundin noch ein paar Fahrgeschäfte besuchten. Auf dem Rückweg zu den Eltern wurden die beiden Mädchen dann von Werner angesprochen und ich habe keine Ahnung, warum er so beruhigend auf Kinder wirkte. Aber die zwei Kinder gingen mit Werner einfach mit. Auf dem halben Weg schickte er dann Fabiennes Freundin zurück oder sagte ihr, dass sie an einem Brunnen warten sollte. Er ging mit Fabienne weiter. Kurz vor dem Waldstück klammerte sich Fabienne dann angeblich an seinen Ärmel fest. Sie hatte Angst, aber wohl nicht vor ihm. Nicht vor dem Monster, an dem sie sich gerade festklammerte. Und als sie dann anfing zu weinen, erwürgte er sie. Fabienne kam nicht mehr zurück und man suchte nach ihr, aber man hat sie erst 2 Tage später am Waldrand gefunden. Doch Fabiennes Freundin hatte Werner gesehen und sie beschrieb ihn, so gut sie konnte, der Polizei. Und es dauerte gar nicht so lange, bis eine andere Soko die Hinweise und die Beschreibung verknüpfte. Denn der Typ auf dieser Skizze, auf diesem Phantombild, sah dem damaligen Kindermörder Werner Ferrari zum Verwechseln ähnlich. Am 30. August 1989 stellten sie dann auf Werner einen Haftbefehl aus. Und weil sie es der kleinen Maus, der Überlebenden, nicht zumuten wollten, entschieden sie sich gegen eine Gegenüberstellung und veranlassten er eine Identifizierung durch Fotos. Ich meine, das alles war eh schon sehr traumatisch für dieses kleine Mädchen. Sie war ein beinahe Opfer und sie hat ihre Freundin verloren. Auf jeden Fall entschieden sie sich dazu, dass sie halt den Täter per Foto identifizieren sollte. Und sobald sie das Foto von Werner sah, sagte sie, der sieht ihm nicht nur ähnlich, das ist der Mann. Sie konnte ihn also zweifelsohne identifizieren. Dann dauerte es noch 5 Jahre bis zum ersten Prozess. Warum? Nun, Werner gestand, zog das Geständnis zurück, zog den Rückzug zurück, gestand wieder etwas anderes. Es war ein Chaos. Am 8. Dezember 1994 fing dann der erste Prozess gegen Werner an. Dieser wurde aber gleich wieder abgebrochen, weil der Anwalt von Werner das Mandat niederlegte, da Werner sein Geständnis schon wieder zurückgezogen hatte. Es war ein heilloses Hin und Her. Er gestand mit Daten und Fakten, zog es dann wieder zurück, sagte, er hätte alle Informationen doch nur aus der Zeitung gehabt. Dann gestand er wieder, sagte, er weiß gar nicht, wie es dazu kommen konnte und dass er überhaupt dazu fähig war. Dann hat er es wieder zurückgezogen. Er hat das nicht gemacht. Die Worte seien ihm in den Mund gelegt worden und die Polizei hätte einen Deal mit ihm ausgemacht, aber sich nicht an die Bedingungen gehalten und ja, also ein Chaos. Der zweite Prozess fing dann am 6. Juni 1995 an. Bis dahin saß Werner die ganze Zeit in Untersuchungshaft. Es gab keine Beweise, dafür aber ein paar Indizien und eine Zeugenaussage. Werner gestand ab und zu 4 Morde. Am 8. Juni 1995, nach nur 2 Tagen der Verhandlung, wurde dann Werner für Mehrfachmord zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es wurde auch über eine psychiatrische Betreuung gesprochen, allerdings sah man davon ab, denn dann müsste man überprüfen, jährlich, ob man ihn entlassen könnte. Und mit dieser Verurteilung, die er bekommen hatte, sitzt er tatsächlich ein Leben lang im Gefängnis, ohne die Möglichkeit, wieder rauszukommen.
Zum Abschluss überreichte Werner seinem Anwalt einen Brief, den er halt vortragen sollte. In diesem Brief schrieb Werner, dass er doch auch nur ein Opfer sei. Er habe nur Zuneigung und Geborgenheit gesucht und diese hat er halt nur bei den Kindern gefunden. Dass er diese Kinder dann in Panik getötet hat und sie dann da auch einfach alleine zurücklassen musste, das sei ihm doch sehr schwer gefallen. Die meisten Menschen würden ihn ja jetzt als krankes Schwein abstempeln, doch diese Leute sollten noch mal darüber nachdenken, was er so alles durchmachen musste. Das ist so gruselig, das ist so eine gruselige Aussage. Ich sag auf keinen Fall, dass er eine leichte Kindheit gehabt hätte, um Gottes Willen. Das hatte er tatsächlich nicht. Aber er hat sich immer Kinder gesucht, von denen er halt die Zuneigung bekam. Aber diese Kinder hat er ja dann umgebracht, und zwar alle. Naja gut, nicht alle. An diesem Punkt sollte ihm halt klar geworden sein, dass sich das halt immer und immer wiederholt und er halt Panik bekommt, wenn die Kinder halt anfangen zu weinen oder zu schreien. Allerdings ist er wohl nach manchen Taten oder bevor sie passierten, zu seinem Therapeuten in die alte Klinik gefahren, die ihm damals halt auch die Hilfe angeboten hatten. Doch meistens ohne Termin und der Therapeut hatte dann halt keine Zeit für ihn. Und dann war der Therapeut selbst ein Patient geworden. Also er hat schon versucht, sich ab und zu Hilfe zu suchen, allerdings nicht wirklich konsequent, würde ich sagen. Also er hat es nie wirklich ausgesprochen oder erzählt. Die Kinder haben sich in seiner Gegenwart komischerweise sehr wohl gefühlt. Sie kamen sogar zu ihm nach Hause, um ihn zu besuchen, und er durfte auch mit ihnen kuscheln. Er ist sogar einmal umgezogen, weil er von diesen ganzen Kindern weg wollte. Er hatte wohl gewusst, dass das nicht in Ordnung ist, was er da tut. Und manche Kinder schickte er auch weg. Also er schickte sie nach Hause und sie sollten bloß nicht wiederkommen. Doch er ist manchmal auch einfach zu weit gegangen. Und selbst nach seiner Verurteilung hatte er noch Brieffreundschaften zu Kindern. Also alte Freundschaften, die ihm dann ins Gefängnis schrieben. Tabletten hätten ihm hier und da etwas geholfen, aber die Schreie aus seiner eigenen Kindheit hätten ihn verfolgt und in den Wahnsinn getrieben. Und wenn er Kinder schreien hörte, also auch Nachbarskinder oder seine Opfer, dann versetzte ihn das in seine eigene Kindheit zurück. Und er wollte einfach nur, dass diese Erinnerung und dieser Schmerz aufhört. Er wurde allerdings auch für den Mord der 12-jährigen Ruth Steinmann verurteilt. Diesen Mord hatte er nie gestanden und immer vehement abgestritten, dass er irgendwas damit zu tun hatte. Ruth wurde am 16. Mai 1980 in einem Waldstück gefunden, so wie viele Opfer von Werner. Und Ruths Papa hatte jemanden vom Tatort wegfahren sehen, der halt ähnlich aussah wie Werner. Für diesen Mord wurde Werner auch verurteilt, obwohl man ihm diesen Mord halt nicht wirklich nachweisen konnte. Und ein Reporter, der ließ nicht locker, der untersuchte diesen Fall. Und er konnte tatsächlich beweisen, dass Werner die kleine Ruth nicht umgebracht hatte. Denn neben Werner galt auch der Schwager von Ruths Papa als Verdächtiger. Man fand an Ruth nämlich Bissspuren, doch Ruths Onkel, also der Schwager vom Papa, der hatte sich schon im März 1983 umgebracht. Nun exhumierte man ihn und verglich die Bissspuren an Ruths Körper mit den Zahnabdrücken von Werner und ihrem Onkel. Und dabei kam heraus, dass tatsächlich nicht Werner für den Mord verantwortlich war, sondern Ruths eigener Onkel. Aus dem Gefängnis heraus schrieb Werner ganz viele Briefe mit einem Reporter. Aber diese Briefe unterschieden sich komplett voneinander. Als Werner schrieb er in Großbuchstaben und versuchte, seine Unschuld zu beweisen. Als Marco schrieb er in Schreibschrift und wollte von vielem gar nichts wissen und verlor sich eher in unbedeutenden Details oder Ausschweifungen über andere Dinge. Sowohl in seinen Taten, in seinen Geständnissen, das Zurückziehen der Geständnisse, das Zurückziehen des Zurückziehens, die Art, wie er schrieb, entweder als Marco Ferrari oder als Werner Ferrari. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Werner eine Persönlichkeitsstörung hat. Im Gefängnis montiert er Elektrogeräte und versucht sich durch seine Briefe zu rechtfertigen oder seine Unschuld zu beweisen. Und was nehmen wir aus diesem Fall mit? Es kommt leider nicht selten vor, dass sich Täter im Bekanntenkreis der Eltern finden. Wir vertrauen Menschen, die wir leider nicht gut genug kennen, weil wir auch nicht so schlecht denken können, wie manche Menschen sind. Und ich möchte gar nicht, dass wir anfangen, alle Menschen in unserem Umfeld blind zu verdächtigen. Diese Vorstellung finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber, und das sage ich ein bisschen ungern, aber ihr solltet niemanden blind vertrauen. Und schon gar nicht, wenn es um eure Kinder geht. Ich meine, wer sich dazu entschließt, ein Kind zu bekommen, der entscheidet sich dafür, sein
Herz ungeschützt in dieser Welt rumlaufen zu lassen. Und schon bei alltäglichen Sachen, die unseren Kindern halt passieren, leiden wir mit. Natürlich können und sollten wir sie auch gar nicht von allem fernhalten. Aber wir sollten auch nicht zu leichtsinnig mit Gefahren umgehen. Es gibt furchtbare Menschen auf dieser Welt, die unser Leben aus egoistischen Gründen zerstören, nur um ihrem Verlangen nachzugehen. Man kann seinen Kindern gar nicht oft genug sagen, dass sie nicht mit Fremden mitgehen sollten. Aber man muss sie auch vor Bekannten warnen. Und es ist einfach total schwierig, Kinder aufzuklären, ohne sie zu traumatisieren. Es ist wirklich ein schmaler Grat, was ich sehr wichtig finde, Kindern zu sagen, dass böse Menschen wollen, dass man ein Geheimnis hat. Und wenn sie etwas Böses getan haben, dann drohen sie oft, dass sie der Mama oder der Familie etwas antun. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das sagen diese bösen Menschen einfach nur aus Angst, dass auffliegt, was sie Böses getan haben. Und wir Erwachsene sollten ganz besonders aufmerksam sein, auch wenn wir natürlich nicht sehen wollen, dass unserem Kind so etwas passiert, sollten wir trotzdem die Augen offen halten nach Anzeichen und dann bestmöglich damit umgehen. Es gibt einen Fall, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. In dem ging es um ein 13-jähriges Mädchen, die entführt wurde von einer Sekte und dort für 3 Monate festgehalten wurde und ihr sind ganz, ganz viele schlimme Sachen passiert. Aber als sie befreit worden ist, sagt ihre Mutter zu ihr, das, was dir passiert ist, ist furchtbar, grausam und wirklich schrecklich. Aber sie haben dir schon so viel geklaut und jetzt lass nicht zu, ihnen die Macht zu geben, dir noch mehr von deinem Leben nehmen zu lassen. Und das fand ich das ein bisschen hart, muss ich sagen. Aber sie hat recht. Dir können im Leben schreckliche, furchtbare, grausame Dinge passieren. Doch wenn du danach dein Leben nicht weiterlebst, dann verlierst du noch viel mehr von deinem Leben und das solltest du nicht zulassen. Viele von euch haben schon viel Scheiße fressen müssen und mussten sich da teilweise alleine rauskämpfen. Und sowas ist natürlich nicht leicht. Aber ihr dürft nicht vergessen, ihr habt es überstanden. Manche werfen schon kleine Ereignisse aus der Bahn. Manche können sehr, sehr viel ertragen. Doch was am Ende aus deinem Leben wird, was du aus deinem Leben machst, das liegt nur an dir. Auch wenn es manchmal länger dauert, um an diesen Punkt zu kommen. Aber du hast halt nur ein Leben, also mach das Beste daraus. Auch wenn es Arschgeigen auf dieser Welt gibt, die versuchen dir dein Leben kaputt zu machen. Also zeig ihnen den Mittelfinger und mach das Beste aus deinem Leben, was du kannst. Manchmal werden dir auch die Entscheidungen dazu, dein eigenes Leben zu führen oder die Macht darüber genommen von ätzenden Menschen. Aber sobald du da raus bist, nimm dein Leben selbst in die Hand und nimm ihnen die Macht weg, noch mehr von deinem Leben kaputt zu machen oder darüber zu bestimmen. Und es muss nicht immer was ganz groß Böses sein, sondern vielleicht auch einfach nur toxische Freundschaften, also zwischenmenschliche Beziehungen, die dir nicht gut tun. Du hast nur ein Leben, mach das Beste daraus und trenn dich von Leuten, die dir nicht gut tun. Na gut, das ist der Look. Ich habe ihn fast so hinbekommen, wie ich wollte. Ich hätte das Lieder ein bisschen breiter machen sollen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass es zu krass wird. Und ich hatte auch ganz schön doll Schiss, dass ich den schwarzen Eyeliner verkacke. Habe ich aber nur ein bisschen. Also hier ist er nicht so sauber geworden. Aber sonst finde ich das eigentlich ganz nett. Ist nicht so ganz aufdringlich und trotzdem ist es irgendwie ein bisschen was Besonderes. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was. Ach so, und jetzt hätte ich es fast schon wieder vergessen zu erwähnen. Also für die, die jetzt noch dran sind, was wahrscheinlich nicht so viele sind, aber eventuell wird nächste Woche Donnerstag und die Woche drauf am Montag kein Video kommen. Meine Ex-Schwiegermutter in Spee ist jetzt sehr krank geworden und da würde ich jetzt gerne nochmal hinfahren, um mich auch zu verabschieden. Also ich habe ja eh am 10.8. meine zweite Impfung und je nachdem, wie ich die vertrage, fahre ich entweder früher oder später. Also es könnte sein, dass 2 Videos ausfallen werden, aber das ist mir wichtig, dass ich da nochmal vorbeifahre und mich verabschiede. Aber sie wohnt halt in der Pfalz und es ist ein bisschen weiter weg und ja, da kann ich nicht eben nach Hause und irgendwie arbeiten. Na gut, das wollte ich euch nur sagen, dass ihr vorgewarnt seid, dass vielleicht die 2 Videos ausfallen.